Ja, ansonsten habe ich wieder heute eine astreine Podcast-Geschichte. Hört den nächsten Podcast. Ich glaube, ich habe mich richtig krass heute über den Tisch ziehen lassen. Ich will nicht zu viel verraten, aber heute hat jemand an der Tür geklingelt und gefragt, ob er uns den Hof kärchern soll. Und irgendwie habe ich... War das selbst, oder? Kann man natürlich selbst machen, aber die wollten es ja noch imprägnieren und meinte, dass 4 Jahre lang kein Unkraut wächst zwischen den Fugen und die Fugen versiegeln. Und normalerweise kostet es 24 Euro und er würde es für 12 Euro machen. Und ich im Fiebertrauma habe ja gesagt und am Ende hat es einfach mal 1700 Euro gekostet. Und ich habe sogar eine Kärcher. Und irgendwie habe ich das Gefühl, und es war alles irgendwie so ein bisschen... Ja, wir haben es vorher noch gegoogelt und haben festgestellt, so 12 Euro pro Quadratmeter ist nicht ungewöhnlich. Außer, dass ich nicht glaube, dass mein Hof so groß ist, wie er es ausgerechnet hat. Und ich war irgendwie so völlig überfordert. Ich war ja auch so leicht fiebrig und der Typ war so nett. Der war Belgier, der hat so belgisches Englisch gesprochen, war rothaarig. Und dann hat er gezeigt, ich zeige euch mal, wie es aussieht. Hat so ein kleines Viereck gesäubert und uns dann gezeigt. Und ich dachte, wow, das sieht geil, sauber aus. Und dann haben die da 2 Stunden den Hof da gemacht und dann kam die Rechnung und irgendwie, keine Ahnung. Seitdem fühle ich mich irgendwie so, ich fühle mich so krass missbraucht. Ich bin mit dem Ergebnis sogar zufrieden. Allerdings weiß ich halt nicht, ob wirklich 4 Jahre lang kein Unkraut wächst. Es kann natürlich sein, dass nächste Woche schon wieder Unkraut wächst. Und dann wollte der auch, dass ich per PayPal überweise. Und ich habe gesagt, nee, ich will per Banküberweisung. Dann meinte er, ob ich einen Teil per PayPal überweisen kann. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann sagt er, okay, dann überweis direkt. Und dann meinte er, ja, die Rechnung kriegen wir, wenn er den Bankeingang hat. Hat mir dann auch seine Telefonnummer gegeben. Ja, es ist sehr fishy. Aber, warte mal. Aber Handwerker-Porsche ist immer so komisch. Ja, es ist. Ja, der hat das auch bei Nachbarn irgendwie hat gemeint, er hat hier gerade bei 4 Nachbarn das gemacht und so weiter. Und da dachte ich, ah ja, gut, wenn die Nachbarn das machen und die werden das ja schon kennen und was weiß ich. Ja, keine Ahnung, alles sehr fishy auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe mich über den Tisch ziehen lassen irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ich fühle mich schlecht. Ich habe dann einfach nur gesagt, Alter, wieso bin ich denn jetzt plötzlich 1700 Euro ärmer? Ich wollte doch überhaupt nicht. Dann ist mir so durch den Kopf gegangen, was man alles für 1700 Euro machen kann und kaufen kann. Und jetzt denke ich einfach nur so, bin ich eigentlich völlig von allen Geistern besessen, guten Geistern verlassen? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich hoffe, es gibt eine Geld-Zurück-Garantie bei Unkraut. Ey, ich wette, es gibt gar keine Zurück-Garantie. Es gibt... Du hast deine Nummer. Ich habe seine Nummer, ja. Aber ja. Das ist die böse Nummer. Wenn da irgendwas passiert, dann wird das vorangerufen. Ja, ich würde nicht sagen, es ist komplett zum Fenster rausgeworfen, weil sie haben schon was gemacht und das Vorher-Nachher, ich habe sowieso irgendwo ein Bild, aber das Vorher-Nachher sieht schon cool aus jetzt. Es ist schon richtig, was mich eigentlich am meisten ärgert, ist, dass ich ja selber so einen Kärcher gekauft habe und ihn halt für das eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Man kann einfach nur hoffen, dass es stimmt, dass die das so imprägniert haben, dass jetzt 4 Jahre kein Unkraut da wächst und dass das 4 Jahre so sauber bleibt. Das wäre... Zumindest hätte man dann eine Gegenleistung, auch wenn es trotzdem zu teuer ist. Aber du kannst ja so rechnen, du erzählst die Geschichte nochmal bei Almost Daily, du erzählst sie nochmal im Podcast, du erzählst sie nochmal hier. Bis ich es refinanziert habe, meinst du? Genau. Ich mache noch ein Buch dazu. Wie ich meinen Hof kärchern ließ für 1700 Euro. Warte mal, hier seht ihr. Seht ihr was? So, ich habe hier vorher nachher gemacht. So, das ist der Teil, der noch nicht gemacht ist. So sah die Einfahrt aus. Das ist der Teil, der gemacht ist. Schon cool aus. Ist schon ein Unterschied. Schau mal, also es ist nicht so, dass die gar nichts gemacht haben. Ja, nochmal hier. Guck. Ich hatte recht. War das eine Person oder waren es mehrere? 2. Oh, okay. Ja gut. Guter Verdienst, muss man sagen. Aber man sieht schon hier die Fugen und alles ist halt wirklich, das war halt alles zugewuchert und hässlich. Also es sah halt aus wie hier. Überall. Ja, und er hat gesagt, die haben das so imprägniert, dass da nichts mehr wächst. Aber das habe ich ehrlich gesagt auch nicht gerafft, warum da jetzt nichts mehr rauswachsen soll. Ja, keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht. Lass mal einen Frühling ab und gucken, was passiert. Naja, es ist... Ach, ist ja auch egal. Ey, ihr müsst mal ein bisschen netter zu mir sein, ich bin krank. Jetzt rollt der Porsche Cayenne wieder geschmeidig durch die Ausfahrt, genau. Mein Nachbar mit den 4 Autos hat auch ganz neidisch geguckt. Hast du mal geschaut, ob der Nachbar auch... saubere Einfahrt. Nee, er hat mich gefragt, ob er mir zeigen soll, was er beim Nachbarn gemacht hat. Ich habe gesagt, nö, okay. Interessiert mich nicht.
Was hast du für die Salami-Snacks bezahlt? 500? Leute, ist ja gut. Euch erzähle ich nochmal einen Schwank aus meinem Leben, ey. Ihr Schweine. So. 1700 Euro Kärchern oder Personal Trainer? Jetzt hört auf mit diesen 1700 Euro. Ich hätte das nie erzählen dürfen. Es verfolgt mich. Jeden Tag laufe ich über diese Steine, die grasbewachsenen Steine, und schüttel einfach nur den Kopf über mich selbst. Ich schäme mich dafür. Ich schäme mich dafür. Wirklich. Wie konnte das? Er hat sich nicht nochmal gemeldet, nee. Und ich habe mich auch nicht mehr gemeldet. Ich lasse es jetzt ruhen. Was soll das? Es bringt nichts. Es bringt nichts. Aber heute ist mein Nageltacker gekommen. Ich habe mir eine Nagelpistole gekauft. Tunk, 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 funk, 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 funk. Ey, ich hatte Corona, Leute. Ich war krank. Ich war fiebrig. Ich war irgendwie nicht, ich weiß auch nicht, was mich geritten hat. Aber irgendwie, er war nett, ja. Aber es war vor allen Dingen, es war nicht das Problem war nicht, dass er nett ist oder nett war. Also das war natürlich auch irgendwie, also was heißt nett? Der wirkte einfach nicht, der war so offen. Der war so, der war so auf eine gewisse Art und Weise so transparent, so. Und das war aber nicht das Problem, sondern es war eher so, dass ich gedacht habe, dass ich so im Kopf das ausgerechnet habe. Also zum einen muss ich sagen, ich bin von 100 Quadratmetern, was er zuerst gesagt hat, ausgegangen, es wären 1200 Euro gewesen. Es wäre natürlich auch schon zu viel gewesen, aber es wäre nochmal was anderes gewesen. Aber ich habe gedacht so, okay, 1200 Euro und dafür habe ich 4 oder 5 Jahre lang eine super saubere Einfahrt. Dann habe ich das so quasi, habe ich gedacht, okay, das sind so 300 Euro pro Jahr, die du sparst mit Imprägnieren und so weiter. Und ich habe mir das irgendwie so im Kopf, habe ich mir das irgendwie schön gerechnet. Und dann irgendwie habe ich dann irgendwie gedacht so, ja komm, passt, das ist doch eigentlich. Und wie gesagt, ich habe das ja auch gegoogelt. Und dann habe ich geguckt hier, wenn ihr guckt so, Einfahrt, wie sagt man, Einfahrt säubern lassen Kosten. Warte mal, oh, eine Reinigung berechnet sich je nach Reinigungsaufwand zwischen 2,50 Euro je Quadratmeter. Okay, aber was habe ich denn da gegoogelt? Für die 3 Phasen Flächenreinigung, Heißwasser inklusive abgestimmter. So, hier, guck, da haben wir es. Für 3 Phasen Flächenreinigung mittels Heißwasser, Hochdruck inklusive abgestimmter liegen die Kosten zwischen 5 Euro und 15 Euro. Und er hat es mir halt für 12 Euro angeboten. Hier, Steinreinigung pro Quadratmeter 8 bis 14 Euro. So. Professionelle Steinreinigung. Steht das da, wie viel das kostet? 8 bis 14 Euro. So, und das habe ich so gegoogelt und dann habe ich gedacht, so ja, 12 Euro, das deckt sich mit dem, was ich halt im Internet gelesen habe. Und dann bin ich nicht von Scam ausgegangen. Und dann dachte ich, okay, wenn die das noch imprägnieren irgendwie da so und dann 4 Jahre lang kein Unkraut wächst, ist doch geil. Und deshalb glaube ich immer noch nicht, dass das so, also es ist vielleicht nicht hundertprozentig ein Scam, es ist trotzdem vom Preis-Leistungs-Verhältnis hat es halt nicht das gebracht, was ich mir gewünscht habe, und es ist vor allen Dingen insofern Quatsch, als dass ich halt selber einen Kärcher habe. Ich hätte halt diese Arbeit auch einfach selber machen können. Ach, egal. Es ist halt, ja, meine Oma hat immer gesagt, hinter den Schrank damit. So, hinter den Schrank. Komm, abhaken. Hinter den Schrank. Jetzt ist es halt so. Kauf Glyphosat, dann ist kein Unkraut mehr da. Was ist denn Glyphosat? Das habe ich schon mal gehört. Glyphosat. Was ist Glyphosat? Ist das am häufigsten eingesetzte Totalherbizid und wird verwendet, um vor allem in der Landwirtschaft unerwünschte Kräuter und Gräser zu bekämpfen. Ist Glyphosat in Deutschland noch erlaubt? Für 10 Jahre weiter genehmigt. Ich kann euch jetzt mal sagen, mein neuestes Bauprojekt ist jetzt, wir haben so eine kleine Scheune, wo die Fahrräder drin sind und so ein paar Gartengeräte und so weiter. Und da ist das Dach undicht. Und das habe ich, deshalb habe ich mir die Nagelpistole. Fump, fump, fump. Wollt ihr sie sehen? Komm, ich hole sie. Jetzt brauche ich nur noch was zum Nageln. Warte, ich brauche irgendwas um euch. Komm, wir benutzen das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das klappt. So, wir haben hier diese Anleitung. So, und jetzt funken wir das da ran, okay? Pam! Pam! Wow!
Naja, egal, auf jeden Fall. Und jetzt mein Bauprojekt ist also diese Scheune. Da muss jetzt oben drauf, und das wusste ich auch nicht, wisst ihr, was Bitumen ist? Habt ihr schon mal Bitumen gehört? Echt? Das weiß jeder? Okay, krass. Ihr wisst es wirklich alle ohne Scheiß? Ich wusste es nicht, ich musste es googeln. Und jetzt habe ich so eine Bitumen-Klebefolie gesandet, heißt die. Dachpappe, ja. So würde ich es nennen. Dachpappe. Habe ich gekauft und, Entschuldigung. So, Dachpappe. Und dann kommt da neue Dachpappe rauf. Und dann über die Dachpappe kommen so, wie heißt denn das? So Wellblech. Nee, es ist aber nicht Dachblech. Wie heißt denn sowas? Dachblech. Ja, hier so, naja, sowas hier. Sowas hier habe ich gekauft. Trapezblech. Ja, sowas hier. Und das wird dann noch oben. Da brauchst du aber Dachpappenägel mit einem dicken Kopf. Ja, ey, das ist in der Tat noch ein Problem. Dass diese Nägel hier, ich kann das ja mal gerade zeigen. Warte mal, was ist denn das? Alter! Hier. Boah, das riecht richtig verbrannt. Ist das normal? Hier, das sind die Nägel, die da drinnen sind. Und die haben halt nur, die sind nicht wirklich breit da oben. So wie Nägel eigentlich sein sollten. Es gibt aber auch noch so diese. Hä? Vielleicht nehme ich erstmal den Akku raus. Ja, wieso ist jetzt alles da draußen? Sind hier, die sind rausgefallen. Aber man sieht, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das sind halt Nägel, die quasi. Das macht eigentlich gar kein. Eigentlich sind das keine richtigen Nägel, weil das sind einfach nur. Da rutscht ja jede Dachpappe. Aber ich habe noch solche, die so gebogen sind, wie so eine Brücke. So. Funk, funk. Wellensteakplatten musst du schrauben. Ja, das, dafür habe ich auch Schrauben. Und Unterlegdichtung. Was ist denn Unterlegdichtung? Ja, solche, warte mal, ich habe auch bei diesen Trapezblech, da war auch so, weiß nicht, was das war, so komische Fugen. Ja, hier, sowas war dabei, guck mal. Kalotten. Könnt ihr das sehen? Achso, ihr seid gar nicht, warte mal. Hier, diese Dinger waren da noch dabei. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür die gut sind. Ja, solche Schrauben habe ich auf jeden Fall. Solche habe ich. Und sowas war auch noch dabei. Kalotten zur Befestigung von Profilblechen. Die verteilen die Kraft auf eine größere Fläche. Ah. Ich glaube, das werde ich nicht benutzen. Das ist Quatsch. Braucht man nicht. Die Schrauben, ja, das macht Sinn. Ja, nun, und das ist halt mein Bauprojekt. So, und da werde ich, warte mal, die Dachpappe. Ja, aber Nägel für die Dachpappe. Ich mache das mit diesen, mit so Bogennägeln. Dachpappe. Warte mal, Dachpappe nageln oder tackern? Dachpappe nageln. Egal welche Art der festen Dach ihr wählt, müsst ihr das Verlegen der Dachpappe gut vorbereiten. Natürlich muss die Dachfläche ausgemessen werden, damit ihr auch wisst, wie viel Dachfläche ihr überhaupt. Achtet auch immer auf den Verschnitt, der entsteht. Außerdem müsst ihr bei schrägen Dächern oder Satteldächern mit einberechnen, dass die Bahnen überlappen müssen. Außerdem ist es wichtig, dass ihr vor der Berechnung der Menge wisst, ob ihr ein Dachpappe. Eine sehr gängige Art Dachpappe ist das Vernageln. Dafür gibt es spezielle Dachpappnägel. What? Hier, das ist Bitumen. Ja gut, das mit dem Bunsenbrenner machen wir nicht. Der Pool ist schon abgebaut. Ja, ey, ganz ehrlich, das mache ich schon. Ah, das wird schon ganz nice. Da, ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe richtig Bock so auf Handwerkskram. Lad doch Jochen ein. Nee, da würden wir uns nur streiten. Das geht nicht. Das ist, nicht zwei Leute, die glauben, dass sie können und nichts können. Das würde nicht gut gehen. Was ist mit Simon? Das ist der letzte Mensch, den ich bei Handwerksarbeiten fragen würde. Also wirklich, absolut die letzte Person. Was ist mit Profis? Nee, ey, ganz ehrlich, man muss auch mal selber Sachen machen. So, man kann nicht immer für 1700 Euro die Einfahrt kärchern lassen. Ich habe das Geld für Profis ist weg. Das Geld für Profis ist weg. Ab sofort, outsourcen ist kein Thema mehr. Jetzt muss alles selbst gemacht werden. Ja, Jack könnte ich einladen. Jack könnte das machen. Aber ich traue mir das auch zu, ganz ehrlich. Also so ein bisschen Dachpappe festnageln und dann da so ein paar Wellbleche da drauf schrauben. Also das kriege ich noch hin. Es muss ja auch nur, also es ist ja jetzt nicht das Haus, in dem wir leben. Es ist ja nur so ein kleines Scheunchen für die Fahrräder.
So, das muss jetzt, ihr habt ja auch gerade gesehen, wie ich hier das Ding weggetackert habe. Also ist ja jetzt nicht so, ich habe mittlerweile habe ich richtig gutes Werkzeug. Ich habe mir echt, ich habe Schraubenzieher, ich habe eine Säge, so ein Sägding, Sägen, den Sägen habe ich auch. Ich habe Pinsel, ich habe einen Spaten, ich habe einen Heckenstutzer, Stichsäge war das Wort, genau. Was will der Typ? Ich habe nur irgendwas, scrollst du schnell durch, ich habe nur irgendwas gelesen, dass ich 300 Euro die Stunde verdiene. Ich frage mich, wo solche Zahlen herkommen. Ich verdiene 300 Euro die Stunde, lass mich das mal ausrechnen. Bei einer 40-Stunden-Woche, wie rechnet man das aus? Rechnen wir mal 300 Euro die Stunde mal 40 pro Woche mal 40 mal 4. 300 Euro mal 40 mal 4. Ja? Das wird 48.000 Euro. 300 Euro pro Stunde. Es sind 40 Stunden pro Woche. Es sind 4 Wochen pro Monat. Es sind 48.000. Digga, wenn ich 48.000 Euro im Monat verdienen würde, meinst du, dann würde ich rumjammern über 1.700 Euro Einfahrt flexen oder was? Dann würde ich der gesamten Nachbarschaft die Einfahrt flexen. Wo kommen denn solche Zahlen her? Digga, 48.000. Dann meinst du nicht, es gäbe mehr Insta-Stories von irgendwelchen Stränden? Holy shit, 48.000. Meinst du, ich hätte mich bis zum Lebensende verschuldet bei 48.000 Euro im Monat? Wo soll denn diese Kohle herkommen? Hier, du kannst was tun für die 48.000 Subgoal.